Heute verabschieden wir uns von Frank Farian, einem der einflussreichsten deutschen Produzenten, der im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Frank prägte die Musikszene als Produzent von Künstlern wie Milli Vanilli und Boney M. In den 80er Jahren war er für mich persönlich ein bedeutendes Vorbild, das meine Leidenschaft für die Musikproduktion entfachte. Besonders faszinierend war die dramatische Geschichte um Milli Vanilli, die kürzlich sogar verfilmt wurde. Inspiriert durch den Kinofilm habe ich eine neue Interpretation von Girl, You Know It's True, also dem Song, geschaffen und einen YouTube-Beitrag über die Musik, den Erfolg und den Skandal von Milli Vanilli produziert. Als enger Freund von John Davis, einen der authentischen Sänger, und Peter Bischoff, einen der Textschreiber, teile ich heute meine eigene Version der Geschichte von Milli Vanilli mit euch. Schön, dass ihr am Start seid. Viel Spaß! Fabrice Morvan aus Frankreich und Robert Pilatus, der Sohn eines US-amerikanischen Vaters, trafen sich 1988 das erste Mal in München auf einer Party. Trotz anfänglicher Herausforderungen entwickelte sich nicht nur eine Freundschaft, sondern auch der gemeinsame Entschluss, ihre Karriere als Sänger und Tänzer gemeinsam zu gestalten. Also damals haben wir einen Look entwickelt und gesagt, wir gucken uns mal die Musikikonen an. Bob Marley, Elvis, Marilyn Monroe, die hatten alle diese verblüffenden Haare. Da kanntest du sie an den Haaren. Dann haben wir gesagt, komm, das brauchen wir auch. Irgendwas müssen wir da einweben, verlängern und so weiter. Da sind wir zu einer Amerikanerin gegangen, die spezialisiert war darauf in München. Und die hat das dann gemacht. Kostenhaufen Geld, hat aber funktioniert in den Clubs, als wir die Mädels trafen, weil wir zack, sofort dabei. Nach zahlreichen Tanzauftritten auf verschiedenen Partys wurden sie erstmals von Ralf Siegel entdeckt. Gemeinsam starteten sie ein Projekt namens Empire Bizarre. Ralf Siegel, bekannt für erfolgreiche Projekte wie Genghis Khan oder den Eurovision Song Contest Ein bisschen Frieden von Nicole, war jedoch mit diesem Vorhaben nicht erfolgreich, weshalb es schließlich wieder eingestellt wurde. Sie begannen in verschiedenen Musikvideos zu tanzen und dabei lernten sie Frank Farian kennen. Zu dieser Zeit war er einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands und bekannt für sein Projekt Boney M. Das war damals so eine Idee, Jux und Dollerei. Wir haben diese Produktion gehabt. Robert kam ins Studio und sagte, wir sind Breaktänzer, wir machen bei Formel 1, das tanzen wir immer im Hintergrund. Hast du eine Musik, wo wir vielleicht auch im Video tanzen können? Ich habe gesagt, ja, die habe ich. Die Produktion war längst fertig. Ich habe es ihm vorgespielt und er hatte gesagt, das ist genau das Richtige. Da möchten wir gerne am Video möchten wir mitwirken. Es hat sich dann verselbstständigt im Videostudio. Und ich denke, das ganze Dilemma ist, Milli Vanilli war einfach zu erfolgreich. Darüber, was genau in dem Vertrag stand und ob die beiden wussten, dass sie nicht wirklich singen werden, sondern nur Frontmänner sind, die den Mund zu anderen Gesängen bewegen, gehen die Aussagen deutlich auseinander. But like I said, Frank had a plan, so... Frank hatte seinen Plan. Als dann aufgenommen werden sollte, ergab sich immer Verzögerung. Da sagte er, nein, heute nicht, noch nicht. Und wie immer, wann geht's ins Studio? Und am Ende sind wir rein ins Studio, haben den Song gehört. Das Instrumental, erstmal nur, da gab es keine Stimmen drauf, gar nichts. Das hat er clever gemacht. Die haben sich dann gekloppt und Frank ist weg dann. Und Rob sagt zu mir, weißt du, das haben wir jetzt aufgenommen, aber es ist nicht unser, der will nicht, dass wir singen auf der Platte. Und dann sagt, was soll das denn? Dann sind wir ja draußen. Aber der Trick war dann wie der, wir mit dem Rücken an der Wand, wir haben uns ein bisschen Geld gezahlt, wir haben einen Vertrag unterschrieben, wussten gar nicht, dass der für drei Alben war, nicht für eine Single. Wir wussten nicht, was unterschreiben, da war kein Jurist dabei, kein Anwalt, kein Manager, wir haben das unterschrieben. Und dann hat er uns Geld gegeben, für die schönen Frisuren zum Beispiel. Und Kohle in der Tasche, schöne Haare, gute Kleidung, ist doch super, aber wir waren immer noch nicht im Studio. Wir waren nicht in der Lage, ihm wieder zu zahlen. Und dann ging alles Schlag auf Schlag. Girl, You Know It's True wurde in Deutschland und Österreich Nummer 1 und kurz darauf erreichte es auch Platz 2 in den USA. Also in Amerika ist es ein Traum.
Weil die Amerikaner lieben uns, lieben Milli Vanilli. Und es ist ein Traum, ein Traum. Wir wissen nicht, wie wir den realisiert haben. Aber wir haben ihn realisiert und deswegen sind wir sehr glücklich. Mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren des Albums Girl You Know It's True und mehr als 30 Millionen verkauften Singles des gleichnamigen Songs wurden Milli Vanilli zu internationalen Superstars. Sie haben insgesamt die beiden Jungs, nur die zwei, ohne die echten Sänger, haben sie 9,8 Millionen Mark verdient. Der Ruhm allein ist schon schwer zu verkraften. Doch im ständigen Konflikt zu leben, im Unklaren darüber, ob dieser Ruhm wirklich verdient ist, weil die Grundlage eine große Lüge ist, nämlich, dass die Stimmen, die im Zentrum der Musik stehen, nicht die eigenen sind, zwangsläufig führt dies zu einem Rückgriff auf Alkohol und Drogen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Schwindel ans Licht kam. Irgendwann ist der Computer hängen geblieben oder die CD oder das Band. Was immer. Da kam immer Girl, you know, it's girl, you know, it's girl, you know, 80 Mal ineinander. Trotz dieses problematischen Auftritts erreichten Milli Vanilli einen weiteren Meilenstein, den Gewinn des begehrten Grammy Awards. Im Jahr 1990 wurden sie mit dem Grammy für die beste neue Künstlergruppe ausgezeichnet. Eine prestigeträchtige Anerkennung, die ihren kometenhaften Aufstieg in der Musikindustrie krönte. There are a lot of artists here in this room, there are a lot of artists outside in the world who can achieve the same award that we achieved today. And it's an award for all artists in the world. Thank you very much. Thank you. Infolge des Drucks und der wachsenden Kontroverse entschied sich einer der eigentlichen Sänger, Charles Shaw, während eines Interviews mit dem Musikmagazin Time, die Wahrheit zu enthüllen. Er erklärte, dass er und andere Sänger die Stimmen auf dem Album von Milli Vanilli aufgenommen hatten und dass Rob und Fabrice lediglich als Gesichter für die Gruppe dienten. Daraufhin hielt Frank Farian eine Pressekonferenz in New York ab, um den Schwindel offenzulegen. Als Reaktion darauf forderte die Grammy Awards den Preis von Milli Vanilli zurück. Dies brachte die Geschichte erst richtig ins Rampenlicht. Weltweit wurde sie zu einer Schlagzeile in den Nachrichten und viele Fans schienen tief enttäuscht zu sein. Frank Farian, nicht bereit, den Namen Milli Vanilli aufzugeben, veröffentlichte kurz darauf ein neues Album unter dem Namen The Real Milli Vanilli. Der Versuch, die Marke neu zu beleben, war jedoch von kontroversen Reaktionen begleitet, da die Öffentlichkeit nach dem Skandal skeptisch war. Rob Pilatus, schwer belastet durch den Skandal und den ständigen Druck, griff verstärkt zu Drogen. Das Drogenproblem entwickelte sich zu einer ernsten Herausforderung und endete tragisch, als Rob Pilatus am April 1998 an einer Überdosis starb. Es war ein schmerzhafter Verlust und markierte das tragische Ende einer schillernden Karriere. Fabrice Morvan hingegen fand seinen eigenen Weg. Er gründete eine neue Familie und begann selber zu singen und an seiner Solokarriere zu arbeiten. Ich persönlich war damals ein großer Fan von Frank Farian und seiner Musik. Deshalb habe ich mich entschieden, den bekanntesten Song Girl You Know It's True in eine aktuelle und tanzbare Version zu bringen. Meine Version findet ihr auf Spotify, Apple Music und allen anderen Streaming-Portalen. Thomas Foster, Girl You Know It's True. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Girl.